Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kurs of EU Tech. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell jetzt schon wieder hören zum Thema Ransomware, aber die Hacker geben eben den Takt vor und die Cyberkriminellen. Und heute Morgen um 4 Uhr in Deutschland ging es eben ziemlich rund, nämlich wieder in Richtung Personalabteilungen. Und wir hatten ja bereits im Mai den Fall mit Petya. Besser gesagt, im März war der Fall, im Mai war das Ganze natürlich ziemlich viel in den Medien. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ganz schnell ein Video zu produzieren zu dem Thema. Ich habe mich jetzt informiert, wir haben auch ein Sample zugeschickt bekommen. Und das wirklich eingegangen ist bei einer Firma, die ja anonym bleiben möchte, verständlicherweise. Und deswegen möchte ich euch das natürlich nicht vorenthalten. Mittlerweile ist es jetzt auch in den einschlägigen News-Tickern angekommen. Bis es natürlich in den Mainstream-Medien, wie man immer so schön sagt, ankommt, wird noch ein bisschen dauern. Bis dahin vermute ich mal, ist diese Attacke schon nicht mehr wirksam. Ja, was ist passiert? Um 4 Uhr morgens sind E-Mails mit Bewerbungen an Personalabteilungen bzw. Personalverantwortliche geschickt worden. In diesen Mails ist eine echte Bewerbung als PDF angehängt, aber eben auch eine Office-Datei, eine Excel-Datei mit Makros. Wer hätte das gedacht? Wer jetzt denkt, oje, wie kann ich mich im Unternehmen dagegen schützen? Wir haben bereits vor einiger Zeit einen Beitrag, nämlich im April gedreht, einen etwas längeren Vortrag, wo es eben darum geht, wie kann man sich im Unternehmen schützen. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen haben eben das Problem, dass sie eben gegen solche Attacken meistens nicht ausreichend geschützt sind. Wir liefern da ein paar Anhaltspunkte, wie man teilweise mit gar keinem Geld, einfach mit organisatorischen Maßnahmen oder auch eben mit softwaretechnischen Maßnahmen gegen sowas vorgehen kann. Eine Maßnahme zum Beispiel ist, die Microsoft Office Makros zu deaktivieren. Denn diese Attacke ist wieder so typisch, man versucht einfach den Personalverantwortlichen dazu zu zwingen, in einer Excel-Datei, so sieht die aus, also ich habe hier die Originaldatei vorliegen, die Bearbeiten-Funktion zu aktivieren und eben auch die Makros. Und dann wird eben ein JavaScript-Code ausgeführt, der im Hintergrund den Payload, also die eigentliche Ransomware, aus dem Internet downloadet. So. Das Ganze ist auch lustigerweise so ein bisschen eine kleine Racheaktion gegen eine gewisse Firma, nämlich einen Herrn Rolf Drescher, der eben mit seiner Organisation genau gegen solche Ransomware vorgeht und eben auch Tipps gibt, wie man sich gegen Ransomware schützen kann bzw. Daten wieder entschlüsseln kann. Mittlerweile hat auch das BSI davor gewarnt, denn das ist nicht ganz trivial, denn die Mails sind wirklich in gutem Deutsch verfasst. Ich hätte jetzt hier gerne die Mail präsentiert, das Problem ist halt eben der Datenschutz. Aber da kann ich diese Firma auch durchaus verstehen. Wie gesagt, es ist höchstwahrscheinlich eine Racheaktion eben bezüglich Petya. Petya wurde damals ja relativ schnell entschlüsselt und es gab eben auch jede Menge Dienstleister. Wir haben auch darüber berichtet. Bin ich ja ganz froh, dass mein Name da nicht irgendwo mit auftaucht. Bis jetzt habe ich noch nichts gemerkt. Und ja, eben diese Firma hat sich damit beschäftigt, diese ganze Geschichte zu entschlüsseln. Und ja, wie sieht das Ganze jetzt aus? Ich habe jetzt mal ein paar Screenshots mitgebracht, denn ich möchte das jetzt hier erstmal nicht vollumfänglich zeigen oder ich kann es auch derzeit nicht präsentieren. Wir haben wieder diesen vermeintlichen Checkdisk oder das Repairing vom Filesystem, das hier durchgeführt wird. Und im Anschluss kommt eben wieder dieser Totenkopf mit der Zahlungsaufforderung. Und das Ganze sieht sehr aus wie Petya. Vermutlich ist da auch der gleiche Entwickler dahinter, nennt sich eben jetzt GoldenEye und man soll dann eben über den Tor-Browser, also sprich einen anonymen VPN-Netzwerk über Bitcoins sich freikaufen. Im Moment gibt es noch keine Möchtigkeit, das Ganze zu dechiffrieren, aber es kann natürlich sein, dass es auch in dem Fall was geben wird. Deswegen, falls du oder sie infiziert sind, vielleicht ein bisschen warten oder vielleicht einfach mal das Video mit den Schutzmaßnahmen gucken. Vielleicht gibt es ja schon eine Schutzmaßnahme. Vielleicht kann man da wirklich noch irgendwas retten. Backup ist da natürlich nicht schlecht.
das gleiche wie bei Petya damals auch, man weiß nicht, ob Netzlaufwerke betroffen sind. Also es gibt in diversen Foren Hinweise darauf, dass es eben nicht der Fall ist. Es gibt aber auch User, die behaupten, die sind mit infiziert. Ich kann es jetzt hier nicht nachstellen, das ist mein Problem, was ich hier habe. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass mittlerweile nachgebessert wurde, denn man möchte damit ja Geld verdienen. Und damals war es eben so, im Mai oder im März besser gesagt, dass man eben die Netzlaufwerke nicht angetastet hat. Wahrscheinlich hat man jetzt dazugelernt und tastet jetzt an. Das weitere Problem, was ich jetzt so ein bisschen sehe, sind eben diese Datensätze. Wo kommen diese Datensätze her? Klar, bei vielen Unternehmen sind Personalabteilungen auf der Website verlinkt, aber es gibt auch Hinweise darauf und auch in meinem konkreten Fall hier, dass eben Telefonnummern und Kontaktdaten von Personalverantwortlichen mitverwendet worden sind. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, wie kommen eben diese Kriminellen an diese Daten ran? Und gibt es da irgendwie eine Sicherheitslücke oder einen Datenleck aus der Vergangenheit, wo diese Daten eben geleakt wurden aus sehr, sehr vielen Unternehmen? Und das wird auf jeden Fall noch interessant, das Ganze aufzuarbeiten. Und ich habe so langsam das Gefühl, jetzt nach der Telekom-Geschichte und was jetzt alles war, dass wir alles andere als ruhige Weihnachten bekommen werden. Und ja, es ist auf jeden Fall schon mal ein gelungenes Nikolaus-Geschenk gewesen, diese ganze Geschichte. Und ich hoffe mal, dass nicht allzu viele Unternehmen davon betroffen sind. Aktuell kann man da noch keinen Stand geben. Also es ist aktuell noch nicht abzuschätzen, welchen Schaden diese neue Ransomware GoldenEye angerichtet hat. Letztendlich, sag ich mal, hat man ja bei Petya gesehen, dass es doch einige erwischt hat. Und man muss allerdings dazu sagen, dass mittlerweile natürlich die AV-Hersteller einiges getan haben. Natürlich auch viele bei der Verarbeitung von Signaturen, da ist viel nachgebessert worden. Da hat man viel schnellere Reaktionszeiten. Mittlerweile auch, man hat Verfahren wie Sandboxing. Das wird alles übrigens auch erklärt in dem Video für Unternehmen, was ich gedreht habe. Da wird alles nochmal ein bisschen detaillierter erklärt, aber man hat sich auf jeden Fall gegen sowas gerüstet. Im März war das noch so ein bisschen so, dass viele auf dem falschen Fuß erwischt wurden, sag ich mal jetzt ganz salopp. Mittlerweile ist es anders. Mittlerweile haben auch viele das jetzt in ihrer Datenbank. Jetzt habe ich das Ganze natürlich auch mal gegen VirusTotal laufen lassen. Das ist natürlich nicht repräsentativ für irgendwelche Verhaltenserkennungsmaßnahmen, die in den AV-Lösungen stecken. VirusTotal prüft lediglich nur nach Signaturen. Man sieht aber schon, dass zum Beispiel die Hersteller, die aktiv sehr viel dagegen gemacht haben, wie zum Beispiel eine Kaspersky, eine G-Data oder auch eine Avira, dass die eben dieses Teil mittlerweile schon erkennen und dagegen was tun können, beziehungsweise das Ding schon blockieren. Das heißt also, wenn ihr jetzt ein Sys-Admin seid in einem Unternehmen, der zum Beispiel, also ihr setzt zum Beispiel in eurem Unternehmen Kaspersky oder G-Data ein oder auch Trend Micro in dem Fall, dann könnt ihr eigentlich schon mal, was diese Ransomware angeht, erstmal ein bisschen beruhigt sein. Die Frage ist halt eben, wie wurde das Ganze blockiert und wie sicher ist es. Aber man kann das nicht genau sagen. G-Data zum Beispiel oder auch Kaspersky haben eigene Ransomware-Module mittlerweile, die eben anhand von Verhaltensmustern das Ganze erkennen, wenn eben Daten verschlüsselt werden. Es gibt von Sophos mittlerweile auch eine interessante Lösung, die Daten aus einem Cache wiederherstellen kann, wenn die eben verschlüsselt wurden. Aber die versuchen natürlich auch vorher erstmal das Ganze zu blockieren. Hier sind sie jetzt nicht mehr dabei. Man weiß allerdings nicht, wie schnell diese ganze Geschichte ist bei VirusTotal. Aber man sieht, es sind noch einige etablierte AV-Hersteller dabei, die diese Datei, die gestern Abend, wir können uns das Ganze nochmal anschauen hier in Excel. Gestern Abend um 22.14 Uhr wurde diese Datei zuletzt geändert und wahrscheinlich in Umlauf gebracht, heute Morgen so gegen 4. Und ja, man sieht hier, dass auch wirklich etablierte Hersteller wie Bitdefender oder auch Dr. Web, F-Secure oder auch McAfee, Malwarebytes, dass die da eben im Moment noch ins Leere laufen oder auch Panda, Symantec, Sophos,
Und ja, da muss man wirklich sagen, das ist im Moment noch so ein kritischer Punkt, aber ich halte sowieso die Signaturerkennung nicht für die richtige, für das richtige Mittel. Gegen Ransomware und gegen andere Malware ist es auch fraglich, ob das in Zukunft noch haltbar sein wird, eben mit so einer Signaturdatenbank dagegen vorzugehen. Diese Hersteller, die hier angezeigt werden, oben rot, die haben es geschafft. Die haben mit ihrer Signaturdatenbank schnell genug was rausgebracht für die Kunden. Aber das ist natürlich kein Garant dafür, dass man eben gegen alle Malware geschützt ist, sowieso nicht. Aber ich wollte das jetzt einfach mal zeigen, damit ihr eben informiert seid. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war für euch einigermaßen informativ, auch wenn es jetzt wirklich, muss ich zugeben, sehr schnell zusammengesucht wurde und zusammengebastelt wurde. Ich hätte euch gern ein bisschen mehr jetzt gezeigt. Mir bleibt allerdings keine Zeit im Moment für sowas. Sonst hätte ich das Ganze auch mal gegen mehrere Virenschutzsoftware laufen lassen. Das Problem ist, wenn ich jetzt, das haben viele beim letzten Mal auch nicht verstanden, wenn ich jetzt sage, okay, das mache ich dann morgen oder übermorgen, dann ist das Ergebnis nicht mehr repräsentativ, weil eben dann mittlerweile so viele Hersteller die klassischen Signaturen dafür rausgebracht haben. Und es ist ja eigentlich ganz interessant zu sehen, wie reagiert der Schutz auf unbekannte Bedrohungen, also diese APTs, Advanced Persistent Threats, wie man es immer so schön sagt, wie reagiert da mein Virenschutz drauf? Und das kann ich eben nur testen, wenn eben diese Malware noch nicht in der ganz normalen klassischen Datenbank vorhanden ist. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid nicht infiziert. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, beziehungsweise irgendwelche Probleme habt, vielleicht sogar gerade mit Malware, dann könnt ihr auch gerne unser Forum benutzen, kursofu.com/forum bzw. /community mittlerweile. Da könnt ihr natürlich auch gerne posten. Guckt euch, wenn es euch interessiert, dieses Video an zum Schutz vor Ransomware in kleinen und mittleren Unternehmen. Wie kann ich mich schützen, dass meine Daten eben nicht verschlüsselt werden? Es ist teilweise wirklich recht einfach und man kriegt da einiges hin, auch mit wenig Finanzmitteln. Das ist ja oftmals auch ein Riesenproblem in so kleinen Unternehmen. Wo kriege ich denn die ganzen Finanzmittel her? Und ja, solltet ihr vielleicht ein Unternehmen sein und habt da vielleicht auch Fragen, dann könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren. Wir sind da die Letzten, die ja da nicht irgendwie beratend mit tätig sind. Und ja, wie gesagt, das Video schon mal als Denkanstoß, da sind einige Lösungen bereits benannt. Gut, in diesem Sinne eine virenfreie Zeit, bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von KursOFU Tech.